Hallo zusammen, Simon wieder da mit einem neuen Tube. Denn ich habe was Interessantes entdeckt, und zwar so ein Pro Maximizer namens Boost der Firma Ursa DSP. No Clipping, Best Sound und etc. Damit werben die Jungs. Okay, lass es mal checken. Was mache ich gleich? Ich mache folgendes, ich habe eine Sequence, einen Loop, da seht ihr alles links, was ich habe. So eine Bassdrum mit Snare, nur eine Bassdrum, zwei einzelne Bässe, eine Akustikgitarre, Elektrikgitarre und einen Song, so ein Abschnitt, wo ich dann quasi die Presets mute und nicht mute. Und dann editiere ich auch alleine ein bisschen an diesem Preset, damit wir den Einfluss hören können. So, wir beginnen erstmal mit dem Nexus, und zwar mit einer Sequence. Ich mute das Ganze. Thank you.
So, da bin ich wieder. Also, das Tool gefällt mir. Ich würde es für vor allem hier für akustische Sachen einsetzen und für Loops. Für Bässe hat mich jetzt nicht so überzeugt. Ich möchte noch etwas ausprobieren. Und zwar, wie verhält sich das Ganze mit diesen Elementen, was ich hier habe? Nochmal als Bus, also quasi im Bus. So, das muss ich mal ausprobieren. Ich sag mal so, es ist nicht schlecht. Für den Preis ist es wirklich nicht schlecht. Es klingt sauber. Es übersteuert nicht. Also, ich kann damit arbeiten. Definitiv. So. Lasst uns noch mal was ausprobieren. Und zwar, ich möchte das ja noch mal ausprobieren. Mastering. So, das sind so die einzelnen Sachen, die ich hier für euch vorbereitet habe. Natürlich muss ich die auch muten, das hatte ich jetzt vergessen gehabt. So, und jetzt hört man den Sound ohne die einzelnen Tools. Wir hören nur den quasi im Bus angeschlossen. Okay. Okay, also im Bus gefällt er mir nicht, weil da fangen schon die Sachen zu leiern und ein bisschen auch ne, diese schwingungsartig bewegen sich manche Sound. Also das eiert mir zu sehr. Aber einzeln für die Loops ist natürlich sehr interessant das Teil. Was ich meistens als Maximizer nehme und Mastering Tool, das ist von Wavelab. Der Multikompressor. Und meistens in der Summe, wie ich das so mache, das kann ich euch bei der Gelegenheit auch jetzt zeigen. So, das dauert super lange wieder. Okay. Ne, den werde ich nicht einsetzen. Was ich gerne einsetze, ist der Limiter der L2. Zum Beispiel. Den mag ich sehr. Ja. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Unser Thema war heute OSA. Wie gesagt, das Tool ist gut. Ich würde es aber nicht jetzt im Master, also als Master-Tool nehmen, nur für die einzelnen Spuren. Und für Bässe nicht unbedingt. Also für Loops ist er sehr stark und für Gitarrenriffs. Ja, das ist so mein Tipp. Das wird übrigens auch ein Song werden hier, was wir hören. So, und da werde ich auch diesen ja, Maximizer einsetzen. Okay, das war's von mir. Einfach gehalten, nichts Kompliziertes. Ihr seht, mehr muss ich auch nicht machen mit dem Tool. Für den Preis ist nicht schlecht. Nach wie vor bin ich ein großer Fan von Wavelab, nicht die neueste Version, sondern Wavelab 6, weil ich finde, das ist noch das stabilste und hört sich mega an, die Plugins, die da drin sind. Die neuen gefallen mir überhaupt nicht, weil die vom Design her auch nicht mein Ding sind. Na, viel zu dunkel und ist mir zu kompliziert schon geworden.
So, have fun, have Spaß. Danke fürs Watchen und fürs Listening. Guys, neue Tubes wird es geben. Es wird Nexus 3 Expansions geben. Eine kurze Info. Ich habe das mit Nexus 2 gemacht. So, ich will das demnächst auch für Nexus 3 machen. Also sprich, die Expansions, die ich da habe, in der neuen Form, neu formatiert, neu eingespielt. Und es wird noch ein paar Tubes geben bezüglich neuer Synthesizer. Gut, das war's auch von mir. Ich danke euch.